Fabian Eberts, Trainer der FC Bitburg, 1:1 im Derby. Am Ende, 92. Minute, ein Elfmeter. Letztendlich verdient. Wie ist dein Fazit? Ja, sehe ich auch so. Zweite Halbzeit haben wir sehr viel dafür getan, dass wir einen Ausgleich schießen. Man merkt schon auch, dass Zerf jetzt vom Kräftehaushalt Probleme bekommt anhand der vielen englischen Wochen. Schade. Klar, Corona spielte, hat da einen großen Anteil dran. Aber für uns war es immens wichtig, um halt irgendwie im Rennen zu bleiben. Und war auch verdient, wie gesagt. Anhand der zweiten Halbzeit war es verdient. In der ersten waren wir noch ein bisschen zu ängstlich. Gut, 3-4 Kreuze musstet ihr schon schlagen, wo Hochwald wirklich frei auf euren Keeper Kombo zulief und eigentlich die Bälle dunkel machen musste. Was dachtest du in den Situationen? Ja, in erster Linie habe ich mich natürlich darüber geärgert, dass das beides tatsächlich Vorlagen von uns waren. Einfach mal quergespielt dem Hochwäldern in den Fuß und der rennt alleine 1:1 auf den Torwart zu und das ist natürlich Wahnsinn. Das darf nicht passieren. Das passiert halt leider, wenn man manchmal versucht oder eigentlich sehr häufig versucht, Fußball hinten rauszuspielen. Aber klar, hätte der Todesstoß sein können. Wäre natürlich anhand der Spielanteile nicht verdient gewesen, aber logisch, sowas kann dann auch mal ganz schnell nach hinten losgehen. Ja, am Ende wurde es noch etwas hektisch, obwohl es eigentlich kein unfaires. Es war doch nicht einmal ein hartes Spiel. Die Emotionen kochten etwas über, oder? Ja, ich weiß auch nicht konkret, warum. Ja, ist schwierig zu beurteilen. Klar, wenn man so spät ein Elfmeter-Gegentor bekommt, ist man sicherlich auch ein Ticken angefressen. Dann hätte man eventuell in der 94. Minute noch einen Freistoß bekommen können, den man auch bekommen hat. Aber der Schiedsrichter hat dann einfach abgepfiffen, weil die Nachspielzeit um war. Kann ich in gewisser Weise nachvollziehen, aber einen Grund für die Hektik gab es so konkret nicht. Ja, jetzt mit dem einen Punkt. Ihr seid jetzt weiter ganz dick im Rennen. Ihr habt es eigentlich selbst in der Hand. Zwei Siege müssen her, klar. Wie siehst du eure Chancen? Nächste Woche Tafas und dann Kirchberg. Ja, wir haben uns halt immer gesagt, schon jetzt vor einer ganzen Weile, wir wollen diese letzten drei Endspiele. Damit waren halt Zerf, Tafos und Kirchberg gemeint. Wir haben sie bekommen, haben heute natürlich sehr, sehr spät die Chance am Leben gehalten, können jetzt mit den weiteren beiden Endspielen tatsächlich was Grandioses erreichen. Und klar, da werden wir alles für tun, logisch. Hey, prima. Gut, Fabian, dann wünsche ich euch, der ganze Bitburg der Region, viel Glück. Vielleicht schafft ihr es ja wirklich. Und die Gegner wären Borussia Neunkirchen und wieder Oberstadt. Genau. In dem Sinne, toi, 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 viel Glück. Danke. Vielen Dank.